Einen wunderschönen guten Morgen. Bei mir ist es zumindest gerade morgens, wann auch immer ihr euch das gerade anschaut. Wir machen einen kleinen Ausflug heute nach Java. Wir werden programmieren mit Eclipse. Und das Ziel ist ein kleines Rollenspiel. Und ich werde dabei tatsächlich bei Null anfangen. Also ich werde alles Stück für Stück aufbauen. Es kann sein, dass ein paar Sachen kommen, die man nicht direkt versteht. Oder ja, aber ich versuche den Fokus eben auf Klassen und Objekten zu lassen und damit dann ein bisschen was zu erstellen. Ja, rechts seht ihr so eine kleine To-Do-Liste. Das heißt, ich baue erstmal eine kleine GUI, so als Orientierung, wie das Ganze aussehen soll. Dann kümmere ich mich um tatsächlich den Helden, der kämpfen soll. Und dann Methoden und den tatsächlichen Kampf und dann kommen wir auch zum Blut und dann gucken wir mal. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, das Ganze zu erweitern. Ich habe hier auch auf dem Zettel einiges stehen. Ich muss mal schauen, wie lange ich Zeit, Lust habe und wie schnell ich auch vorankomme und ob sich vielleicht 1, 2, 3, 4, 5 Bugs in den Weg stellen, die man natürlich dann ausmerzen muss. Okay, ansonsten wünsche ich einfach viel Spaß beim Mitprogrammieren. Ja. Ich hoffe mal, dass das hier alles läuft. Machen wir auch Musik an. Und mal kurz nochmal in das Programm schauen, wegen der Videoeinstellungen. Müsste aber eigentlich alles klar gehen. Okay, bisschen hoffentlich passende Mucke zum Programmieren. Mal schauen. Okay, es geht los. Neu. Java-Projekt. Entschuldigung. Wir nennen das Rollenspiel. Finish. Warum ist jetzt hier schon so viel drin? Moment, warte, nochmal. Das fängt der Top an. Weg damit. Rollenspiel mit GUI. So, ich weiß nicht, was haben wir denn jetzt hier? Mir sieht alles ganz okay aus. Ich weiß nicht, vielleicht war der Ordner noch existent, dass er so ein paar Sachen reingeholt hat. Das macht aber nichts. So, dann brauchen wir im Source Folder. Ja, kann man direkt im Source Folder auch machen. Other. Was anderes möchte ich gerne haben. Ein Application Window. Ich nutze hier den Swing Designer als Package, den wir uns da ein bisschen bedienen. Das soll für unsere Zwecke auf jeden Fall reichen. Das ist die GUI. Ja, und da erstellt er uns schon eine ganze Menge. Das ist hervorragend. Die Main-Methode ist erstellt. Die macht nichts weiter, als eben genau ein Objekt dieser Klasse GUI zu erzeugen. Das sehen wir hier. Und das nennt sie dann Window. Das könnte teilweise ein bisschen irreführend sein. Ich versuche das mal gleich alles zu machen. Das Einzige, was wir jetzt machen, ist, wir kriegen einen Rahmen, der 450 Pixel breit ist, glaube ich, und 300 lang und der sitzt an der Stelle 100, 100, das heißt hier oben irgendwo. Das ist auch der Fall so, perfekt. Judy. So, das heißt, da gehen wir mal ins Design Panel hier unten. Muss nebenbei ein bisschen auf die Videoaufgabe achten. Und da werden wir jetzt schon mal ein bisschen dran rumspielen. Ich hätte es gern schon mal größer. Also der ganze gefällt mir nicht so von der Größe der Frame. Jetzt schauen wir mal hier in die Properties rein. Ah, vielleicht mache ich es mit Quelltext.
mach's lieber im Quelltext. Jetzt gern auf 800 mal 600. Das ist das eine. Gucken wir mal, ob das auch funktioniert. Zack, jetzt ist er ein bisschen größer. Hervorragend. Ja, ihr seht das auch. Okay. Hat den Vorteil, dass es jetzt hier auch gut auf dem Bildschirm passt, alles, was ich vorhabe. So, dann habe ich hier irgendwo ein Blatt schon vorbereitet, wie ich mir das Ganze vorstelle. Man macht manchmal hoffentlich auch öfters mal eine Zeichnung oder sich schon mal eine Idee vorher. Und ich versuche das jetzt schon mal so ein bisschen vorzubauen. Na, erstmal ändere ich das Grid, glaube ich. Weil das soll absolut bitte bleiben. Dass ich auch alles bauen kann, wie ich möchte. Ich werde die Auflösung auch festsetzen dann gleich. Also, das ist unser Held. Schriftart. Haben wir denn zum Angebot? Nehmen wir was Verrücktes? Wenn wir was Verrücktes nehmen. 14 bitte. Na, es könnte sogar noch größer sein. Sind die Bounce, die wollte ich gar nicht. Nur mal auf 20 wahrscheinlich. Genau, das ist der Held. Und dann kopieren wir das mal. Und setzen dem Held gegenüber. Ich noch mal was zum Snappen? Ist gar nicht. Ja, also Feinheiten, das ist nicht so meins. Vom Held gegenüber setzen wir mal den Gegner. So, und jetzt wird es schon wichtig. Jetzt wird es schon wichtig, dass wir die Sachen richtig benennen. Zum Glück ist es so, dass Eclipse hier sagt, alles klar. Ich hänge einfach an die Variable den Text dran, der drin steht im Label, und das ist perfekt. Das heißt, ich habe einmal LBL Held und einmal LBL Gegner. Komme ich wunderbar mit zurecht. So, dann, was macht unseren Helden aus? Eine ganze Menge macht ihn aus. Der soll ein Level bekommen, dass er Erfahrungspunkte sammeln können. Der hat einen Attackewert, einen Verteidigungswert und. Man könnte natürlich eine ganze Menge noch hinzufügen. Ja. Und da wollte ich an der Stelle, und ich hoffe, dass das sinnvoll ist, eine Text-Area ausprobieren. Ja. Und das ist auch so das Erste, was wir mal machen. Ich hoffe, das klappt auch so. Kann ich da den... Line Wrap ist. Brauchen wir auf jeden Fall. Das heißt, das wäre somit das Erste, dass wir hier einfach ein paar Sachen reinfüllen. Machen wir ein bisschen tiefer. Und geben dem Held noch einen coolen Namen dann. Und dem Gegner auch. Machen wir das in ein extra Label? Ja, machen wir ein extra Label mit hin. Moment. Dann kopieren wir das hier nochmal. Fügen das nochmal ein. Machen das gleich schon mal ein bisschen größer, weil die Namen können ruhig größer sein. Name. Und dann machen wir das gleiche nochmal hier drüben. Snap der hier schon irgendwo? Ja, macht er. Nice. Und das ist Name unterstrich Gegner. Das wird irgendwann hoffentlich. Sehr gut. Und der Gegner kriegt ähnliche Werte auch. Mhm. So, sieht doch schon gar nicht mal so schlecht aus. Speichern. Gucken wir uns das mal in Natura an. Ja. Kann man hier reinschreiben. Ah, das ist schlecht. Das möchte ich gar nicht. Vielleicht ist eine Text-Area doch nicht das Beste.
Kann ich sagen, dass der in die Text-Area nicht reinschreiben soll? Bestimmt. Text-Area. Strich 1. Punkt. Mal kurz gucken. Das ist jetzt der Moment, wo man wirklich googelt und sagt, alles klar, ich weiß es nicht, ich bin mir sicher, dass das mit Sicherheit geht. Ich würde schätzen, das heißt sowas wie write-able oder did-able. Read-only, ja. Nee. Set editable. Oh, da ist es doch schon. Und dann auf false bitte. So, dann müsste es nicht editierbar sein. Nicht der Fall. Achso, das war jetzt die andere. Das sind wir jetzt nämlich schon bei der Benennung. Na, jetzt müssen wir gleich hier aufpassen. Und zwar, einmal, das ist Text Area Held. Und das hier ist Text Area Gegner. Und dann sehe ich das nämlich auch im Quelltext entsprechend. Hier. So, jetzt sind beide nicht editierbar. Schön. Aber ich kann hoffentlich ein paar Sachen reinschreiben. Das probiere ich jetzt auch. Ich weiß nicht, ob das im Design gut geht. Ja, geht. Vielleicht arbeite ich auch mit zwei Text-Areas. Eine Seite, wo die ganzen Sachen stehen, die feststehen, Level etc. Und dann noch wie so eine zweite Spalte sozusagen. Oder ich mache gleich eine Tabelle. Das werden wir jetzt mal ausprobieren. Da muss man jetzt ein bisschen Zeit investieren, wie wir das machen. Level wird wohl 1 sein. Doch, XP. Oh, schreiben wir erstmal eine 0 hin. Attacke. Ein Attackewert. 5, meinetwegen am Anfang. Verteidigung. Boah. 0. Keine Verteidigung. Und reicht das uns erstmal? Wahrscheinlich. Gut. Okay, das wird das. Von der Schriftart gefällt mir das auch. Jetzt können wir die Dinger hier auch kleiner setzen, schon mal ein bisschen, vielleicht so auf die Hälfte. Mal den Platz auch noch für andere Sachen nutzen. Gefällt mir das schon. Wir probieren mal was aus. Mal einen Level-Up-Knopf. Einfach mal zum Testen, dass er ein Level-Up macht.
Okay. Der, da ich schon in die Zukunft denken muss, der Held kriegt eine eigene Klasse, weil dann kann ich die Sachen gut bearbeiten und die mache ich jetzt auch direkt. Und ich lasse die erstmal noch ganz einfach. Braucht keine Main-Methode. Und dann geben wir dem die Attribute, was den Helden ausmachen. Mit Kommentaren natürlich, wie sich das gehört. Wir haben natürlich erstmal das Level. Gleich 1. Fangen wir Level 1 an, das ist in Ordnung. Int XP ist auf 0 von Anfang an, das kann man gleich mal festlegen. Int Attacke. Die müssen wir nicht festlegen, glaube ich. Und Int Verteidigung. Defense. Und dann machen wir jetzt noch einen Konstruktor mit dazu. Public. Weil ich möchte ihn ja aufrufen können von einer anderen Klasse aus. Held. Machen wir noch einen String mit dazu, dass sie den Namen bekommen zumindest. Naja, ich bin schon. So. Schreib sogar mal dis.name hin, dass das ist völlig übertrieben eigentlich, aber ja. Also ich hätte es auch so schreiben können. Name gleich N. Es gibt Leute, die neigen dazu, hier oben im Konstruktor die gleiche Bezeichnung zu nehmen wie die Attribute von den Klassen und dann steht hier Name gleich Name. Der Compiler kriegt das hin, es ist die Frage, ob man das selber halt in den Kopf bekommt. Naja. Okay, das heißt, er hat also auf jeden Fall ein Level. Und ein paar andere Attribute noch. Und wenn ich jetzt eine Methode mache, public void level up, dann so meckert er jetzt schon. Kurz blöd. Hä? Ich speichere mal kurz. Ach, ich habe die Klammern vergessen. Ach, du ahnst es nicht. Boah, manchmal ist man auch blind, ne? Okay, jetzt haben wir eine Methode, die das Level erhöht. Von dem Helden. Speichern. Jetzt dürfte das X verschwinden, perfekt. Wenn ich jetzt in der GUI bin, dann möchte ich gerne einen Helden erzeugen. Held H1 gleich New Held Nummer 1. So. So, und mein Frame hat auf jeden Fall auch immer einen Helden. Hero nenne ich den mal. Achso, dann muss ich den ja gar nicht so nennen. Dann sage ich einfach nur, dass Hero ist. Geht das so? Jetzt wird es ein bisschen kritisch, ne? Ja, genau. Und wo muss ich den erzeugen? Das ist die Frage. Ich kann den ja nicht in der Main, den zu erzeugen, macht ja gar keinen Sinn. Weil das eine statische Methode ist. Ich müsste. Dann mache ich hier.
Das könnte gehen, ja. Dass ich den, wenn ich die GUI erzeuge, gleich mit erzeuge. Und jetzt brauche ich noch eine Methode für das Level Up. Die muss ich ja noch aufrufen. Dafür mache ich einen Doppelklick auf den Button. Dann komme ich zum. Kriege ich den Event Listener direkt. Den Action Listener meine ich natürlich. Und der passt auf das. Und dann kann ich von meinem Hero die Methode Level Up aufrufen. So, und jetzt muss ich das Level natürlich noch irgendwo ausgeben. Und das ist jetzt der tricky Part. Ja. Weil eigentlich möchte ich es ja in die Text Area vom Helden setzen. Und der sieht so gerade aus. Da sieht man auch, das sind Tab-Stops. Das ist die neue Zeile. Und ich möchte also. Oh, wie mache ich das? Ich könnte mir den Text holen. Ich muss mir eine Methode dafür bauen, die mir aus meinem Helden tatsächlich diesen Text generiert. Das ist sonst ein bisschen zu blöd alles. Mal überlegen, was diese T1, T5 und so weiter heißt. Wenn ich kitze um die Abstände. Es wird zu unübersichtlich. Machen wir uns eine Methode dafür. Kannst natürlich auch, ne? Dann mache ich hier statt. Achso, hier die 1. Diese 1. Machen wir mal 2 Plusse hin. So. Und das ist mein Hero-Punkt-Level. Richtig? So, das ist 1 noch zu viel. Ist halt echt, ich mag solche Zeilen überhaupt nicht und ja, es war klar, dass es jetzt auch verschiebt und ich habe es in falschen Text Area gemacht. Okay, jetzt steigt auf jeden Fall sein Level an. Okay. Ja, das ist ja schon mal ein erster Schritt. Woran ich jetzt arbeiten muss, sieht man jetzt im Design schon, beziehungsweise wenn ich nochmal starte. Hier sieht alles wunderschön aus. Dann verschiebt er mir das hier. Aus irgendeinem Grund, wenn ich das starte. Seht ihr das? Und der wechselt sogar die Schriftart. Und das ist witzig. Das ist witzig. Sowas hasse ich auch. Und ich überlege, ob ich es jetzt aufteile gleich. Da müsste man jetzt mal was anderes ausprobieren. Text Pane auf gar keinen Fall. Könnte eine Table ausprobieren. So, kann ich hier die Spalten und so einstellen? Border? Ne, Border ist ja das, was außen rum ist. No Border, please. Background. Kann ich hier so ein Dark Crane nehmen? Oh, hello.
Das ist okay. Foreground Model. Was ist denn da drin alles? Alter Schöne. Columns. Rows. Wir brauchen 2 Columns. Und Rows brauchen wir 4 Stück im Moment. Für unsere. Okay. Hat er jetzt nur 3 gemacht? Weiß ich nicht. 4 bitte. Ich hatte die Größe noch beeinflussen schon, oder? Ich kann nur die Breite gerade einstellen. Warum kann ich hier nur die Breite einstellen? Aha. Witzig. Ja, nee, das wird nichts. Wir machen das anders. Folgendes, ich mache 2 Text Areas, glaube ich. Es macht einfach mehr Sinn, als irgendwie mit Tab-Stops zu arbeiten. Heißt also, das kommt alles raus hier. Und dann kann ich auch gut damit arbeiten. Das ist das. Dann machen wir das hier kleiner auch. Kriege ich das auf die Hälfte hin? Genau. So, dann kopieren wir das. Fügen das nochmal ein. Und wenn ich das direkt hier ranklatsche. Oder auch meinetwegen überlappend, ist ja völlig egal. Nee, ist es nicht anscheinend. So, und den Text dann auf die entsprechenden Werte setze. Also Level ist 1, 0 Erfahrung, Attacke, 0 Verteidigung. Dann gucken wir uns das auch mal an, wie das aussieht. Ja. Ja, wenn die gleiche Farbe wie der Hintergrund haben, dann ist es auch egal. Ja, das ist, glaube ich, dieses Light Gray. Nee, ist es nicht. Und trotzdem mein Light Gray, das kann man dann besser lesen. So, und dann kann ich hier die Bounce noch setzen. Und zwar den Y-Wert würde mal auf. Kriegen wir raus. 181, 170. Halt, stopp. Also, der fängt an bei 181, da kommen 69 dazu. Ne, Quatsch, da kommen nur Y-Wert, Herr Bartel. Das 100, 239. Kommt ja alles ganz gut hin hier, ne? Oder eben auch nicht. Warum kann ich nicht die Reihenfolge festlegen, was im Vordergrund ist? Oh, besser noch. Jetzt sehe ich es erst. Columns und Rows, klar. So. Dieser GUI-Scheiß, ne? Mag ich echt nicht.
Wenn ich jetzt auf Textbearbeitung gehe. Müsste ich doch eigentlich auf die einzelnen Rows und so zugreifen können. Warum ändert er eigentlich die Schriftart? Das würde ich gerne mal wissen. Weil das ist die hier, Monospace 13. Die ich auch ganz gut finde da an der Stelle. Boah, was es alles für ein Quatsch gibt, ne? Könnte auch so eine klassische Schrift nehmen. Ist das jetzt die gleiche? Ja. Okay. Dann muss ich ganz kurz J Text Area Rows and Columns. Wie man die ansteuert ordentlich. Mal gucken. Nee. Hilft mir nicht. Jetzt ist es auch nicht einfach nur dumm ausprobieren, ne? Vielleicht ist das trotzdem der Weg, das auszuprobieren. Hänge ich mich echt mal das auf, wo ich mich eigentlich gar nicht aufhalten wollte. Row.
String slash R slash N, was gibt's denn da noch? Slash T und was? String Literals, ja, da haben wir es doch. Was ist denn ein Vertical Tab? Na, das probieren wir doch mal aus. Dann kennt er nicht. Das kennt er. So, das mit einem Tab Stopp, richtig? Steht das da? Reicht es mir mit einem? Das haben nur slash t und 1 nach xp. Warum macht er jetzt 2 rein? Wow. Abgefahren. Attacke 5 haben wir gesagt. Verteidigung 0. Sieht das jetzt so aus, wie ich mir das vorstelle? Ja. Na, meinetwegen. Dann machen wir noch ein slash t überall rein und dann soll es auch gut sein. Tut mir leid, dass ich mich jetzt hier gerade ein bisschen daran aufhalte. Dann machen wir eine Methode gleich, die sich darum kümmert. Ich habe gar keine Lust drauf, das zu machen. Und dann schiebt er das darüber, weil das hier nämlich noch falsch drin steht. Das ist jetzt nämlich hier der richtige Befehl. Und statt der 1, ups, was meckert er denn hier rum, sag mal? Geht da noch eine Klammer? Na. So, das schon mal. Jetzt überall ein Slash mehr eingefügt. Wow. Das ist ja krass. Warum? Den ganzen Befehl nehme. Gut, das passt. Und statt der 1 steht hier erstmal Quotation zu und Quotation wieder auf und dann steht hier Hero.level. Speichern. Go. Ja. Okay, dann machen wir die Schriftgröße noch größer ein bisschen und dann hoffen wir, dass es passt. Und dann können wir das auf das nächste da drüben auch kopieren. Das ist okay. 13 ist ein bisschen klein. Nehmen wir 18 vielleicht. Ja, 18 sieht gut aus. Gut. So, statt der 5 steht hier Hero Punkt zu plus
Ja, Punkt Attacke. Ich schreibe jetzt eine Methode dafür, das reicht mir. Write Held. Und das kriegst einen Helden. H, bitte übergeben. Und was du tust, ist nicht einfach als Return. Zwei Tabstops, dann Quotation zu, plus Quotation auf, aber nur einfach bitte, und dann Hero.xp. Attacke, und hier ist dann keine Null mehr, sondern Quotation zu, plus Quotation Hero dot Dev, danke. So. Und dann können wir das mal speichern. Wow, das ist, ja, man sieht schon, dass es jetzt echt übersichtlicher ist. Ist da nur ein R zu viel hinter der XP? Da müsste, glaube ich, noch Slash stehen. Habe ich bestimmt zu viel weggemacht. Ja. Warum hat der Held keinen Attackewert gerade? Achso, der ist noch auf Dings, alles klar, auf 0. Das ist in Ordnung dann. Cool. Das gleiche machen wir beim Gegner. Der ist sogar erstmal sogar von der gleichen Klasse. Also Held Enemy. Den können wir auch hier erzeugen erstmal. Sieht zwar komisch aus, dass es jetzt New Held ist, hätte die Klasse vielleicht auch Person nennen können oder so. Ene 1 meinetwegen. Enemy 1. Und dann kann ich hier beim Gegner hier, das hier. Könnte auch alles in eine packen. T1. So. Okay. Vielleicht auch T2 nennen können. Damit er. Ja, sonst möchte er das nicht haben. Null Pointer Exception.
Weiß ich, wo denn? Ah, hier muss H stehen, natürlich. Oh. Eieiei. Wow, das war ja krasser Fehler. Okay. Ich noch einmal nicht geändert. So gespeichert. Neuen Dings. Okay, da ist schon mal nicht der Fehler. Okay, das ist die 86. 86, 107. Warum möchte er das jetzt nicht? Right Held Enemy. Enemy ist ein Held. In der Klasse Held. Unknown Source. Wieso klappt das denn bei dem einen und nicht bei dem anderen? Also ich nutze die gleiche Methode. Auch hier. Aber vielleicht ist das beim Initializen der falsche Weg, weil er die Methode noch nicht kennt, weil die drunter steht. Kann sein. Dass er da noch nicht nachfragt an der Stelle. Liegt das wirklich an der Reihenfolge? Nee. Das wäre auch Quatsch. Ja, hallo Karteson, hilfst du mir? Okay. Ja, mit sowas muss man sich ja eigentlich auch nicht rumärgern hier. Weil ich jetzt. Ich muss es ja nicht so machen. Right Held Enemy. Habe ich mich verschrieben einfach? Nein. Right Held. Ich habe es ja. Enemy. Enemy. Enemy wird erzeugt, ja. Aber es wird ja erst initialized. Ach, na klar, das ist ja Quatsch. Ja. Ach, ich bin dumm. Manchmal, ich wusste, das liegt irgendwo in Reihenfolgen.
Macht natürlich Sinn, erst die zu erzeugen und dann die Methoden zu nutzen, die die aufrufen. Weil in Initialize rufe ich natürlich hier die, das Objekt auf. Und wenn das Objekt nicht existiert, dann kriege ich natürlich eine Null Pointer Exception, das ist ganz klar. So, dann betrifft das jetzt aber, der Enemy muss in den rechten rein, wenn ich den initialize. Das heißt, ich kann das jetzt hier auch machen. Ja, sieht sehr schön aus. Dann muss ich jetzt nur noch die Werte übernehmen. Von der Text Area. Mit den Columns und den Rows hat überhaupt keine keinen Einfluss gehabt. Das ist das Set von, ne? Und der Background Color. Machen wir erstmal das. Könnte man jetzt auch im Design-Ding sie machen, ist aber alles egal, was jetzt hier steht, oder, weil es wird eh der Quelltext interpretiert und das Design-Ding ist einfach nur nett, dass da ist. Ja. So, warum hat er jetzt den Hintergrund noch nicht geändert? Achso, da steht natürlich noch Held statt Gegner. Ach, du ahnst es nicht. Gegner. So. Jetzt haben wir eine GUI, die ganz gut aussieht, ne? Gut. Okay. Das ist schon mal gut. Jetzt könnte ich mir hier oben noch den Namen anzeigen lassen. Von meinem Helden und den Namen vom Gegner. Das mache ich gleich auch noch mit. Und zwar Label Name. Ist dann Hero.name und Name Gegner ist dann Enemy.name. So sieht es nämlich aus. So, genau, Test und Ene 1, jawohl. Das läuft auch. Gut. Dann schauen wir mal auf die To-Do-Liste. Wir haben GUI, wir haben einen Button, der funktioniert. Können wir uns um die Klasse ein bisschen kümmern und dass natürlich irgendwie der Kampf losgeht. Und ich gucke auch hier nochmal auf meinen nicht nur virtuellen To-Do-Zettel, ich habe ja hier noch einen liegen. Okay, sieht ganz gut aus. So, es fehlen natürlich noch die Hitpoints, sehe ich gerade. Da müssen wir im Helden erstmal noch was hinzufügen. Int Max Hitpoints. Wie viel Leben habe ich maximal einfach? Und Integer Hitpoints. Wie viel habe ich gerade? Was ja ein Unterschied ist, ne? So. Okay. Was ist los, Katerchen? Laurent, hm? Der entspannt gerade. Das ist schön. Katzen sind so entspannte Tiere. Dann machen wir das doch.
dass wir jetzt hier ordentliche Hitpoints noch mit übernehmen. In unserer GUI auch mit. Wo sollten die stehen, an welcher Stelle? Vielleicht vor der Attacke noch. Ja. Wobei, ich könnte die Lebenspunkte auch hier oben irgendwo anzeigen. So hier so zum Beispiel wäre Möglichkeit. Probier das mal aus. Ne, kein Label, sondern... So, das ist... Dann gehen wir in die Source rein. Test und Test 1. Na schön. Das sind hero.hitpoints plus quotations von oder schreiben wir uns da gleich noch eine Methode für. Ja. Machen wir auch. Schön übersichtlich machen wir das. Write Hit Points von Hero. So, und jetzt merkt er, die Methode gibt es doch gar nicht, Write Hit Points. Doch, gibt es gleich. String. Public vielleicht erstmal noch. Public. String. Write Hit Points. Von einem Held H. Gut, mit den Klammern, das klappt ja wunderbar. String t gleich Held h. Hitpoints plus quotations plus h. Max Hitpoints. Naja. Return. So, jetzt habe ich nämlich hier die Methode geschrieben, die genau das macht, was ich sonst hier hätte reingeschrieben. Und die macht das gleiche bitte noch mit dem... dem Label. Right Hit Points Enemy. Ja, 0 von 0. Schön. Und wenn ich jetzt aber sage, ich müsste noch eine Update-Methode machen, die ich einfach aufrufe, wo ich dann mehrere Methoden aufrufe. Das muss ich mir noch irgendwo notieren. Das wäre so ein bisschen das einfachste. Update GUI. Ja. Okay. So, wow. Das Gerüst ist fertig. Hat eine Stunde gedauert. Aber ja, Dynamic steht jetzt und das ist schön. Mach noch eine Leertaste mehr rein. So. Ja, die grobe GUI ist fertig. Jetzt werde ich die gegeneinander antreten lassen. Mir Gedanken noch um die Helden machen beim Kreieren. Stück für Stück. Und zwar.
Könnte man das über eine Meldung sogar am Anfang machen? Wie fragt man das ab, wie der Held? Weil, also der Spieler soll natürlich einen Namen geben. Klicks gerade. Message Dialog, ne, ist das? Ja, Option Pain würde gehen. Geben Sie Ihren Namen ein. Cool. Dann müssen wir noch einen Import machen. So, Eingabe. Und dann kann ich sagen. Hero.Name. Ja. Kann ich das auch hier unten machen? Macht am meisten Sinn, ne? Mein Held. So, dann steht natürlich hier nicht, geben Sie Ihren Namen ein, sondern ein Abenteuer. Bin gerade so blöd und überlegt, wie man Abenteuer schreibt. Ich mache gleich meine Pause hier. Der Hammer. Ne, warum will ich das mit D schreiben? Seit das dunkel wird. Sieht doch komisch aus so. Beginnt. Du suchst nach Ruhm und Reichtum. Gib deinem Helden einen Namen und begib dich auf eine was für eine Reise ist es denn? Eine Reise voller Überraschungen. So. Der Herbert. Schön. Ist jetzt nicht schön mit so einem Option Pen. Ja, aber es funktioniert vielleicht fürs Erste. Das wäre auch das Erste, was ich ändere, definitiv. Dann schreibe ich mir aber lieber noch eine Klasse, die sich genau um sowas kümmert. Und fertig. Aber das ist jetzt. Ich glaube, das ist eher mal zweitens.
So, dann in meiner GUI. Hier unten ist noch ganz viel Platz und das ist auch gut so, dass er da ist, weil das ist so ein bisschen der Flavortext, der jetzt hier hinkommt. Ein bisschen der Log, was so passiert. Wie nennt man das denn auf Deutsch? Geschehen. Wo so einfach mitnotiert wird, was so passiert ist. Ja, ist so das Kampflog einfach, ne? So. So, der Level-Up-Knopf, der ist eigentlich gestorben, ja, den brauche ich nicht mehr. Ich lasse ihn mal nur noch da aus nostalgischen Gründen. So, das ist nicht Text 4, das ist Text Lock. B-b-bum. Noch ein bisschen hier. Ein bisschen alles verschieben, glaube ich. Bisschen zumindest. Na, wo snaps dann? Da snaps. So. Naja, was auch immer. Okay. Jetzt haben wir ja schon die Buttons, die wir brauchen. Nämlich Attacke und Flucht. Und Attacke ist einfach, oder wir können es auch Kampf nennen. Oder kämpfen. Vielleicht ist Kämpfen sogar besser. Nicht Attacke, sondern kämpfen. Und jetzt wird es ganz spannend, weil dafür brauchen wir einfach tatsächlich zwei Methoden. Ich werde erst die Kampfmethode schreiben, dass man tatsächlich gegen den Gegner kämpft. Und hier müssen noch die Hitpoints rein. Ne, die stehen hier oben, ne? Die stehen da oben. Vom Gegner genauso. Was hat er denn eigentlich, der Gegner gerade? Null. Alle haben null. Das müssen wir jetzt noch ändern und dann können wir auch kämpfen. Aber ich mache erstmal eine Mini-Pause, um mir was zu trinken. Und dann geht's gleich weiter. Dann machen wir hier schöne Kampfmethode. Stimmt das denn eigentlich noch mit meinem. Ja, genau. In der Klasse Held machen wir dann die Methoden für den Kampf. Ja, perfekt. Das soll mal ein bisschen kleiner machen hier. Zack. Ein bisschen besser aus. Ja, geht gleich weiter.
Okay. Dann, schauen wir uns mal die Klasse Helden ein bisschen genauer an. Warum meckert er gerade noch in der GUI eigentlich, dass er irgendwo in einem Punkt ist, dem... Ach, wegen den Imports meckert er. Achso, die Table ist raus, ja, ja. Remove unused imports. Remove unused import. Okay. Ja. So, der Held. Das ist eine. Ich kann, vielleicht machen wir uns noch einen schöneren Konstruktor. Natürlich auch mit dem Namen. Aber wir erzeugen eben auch gleichzeitig noch das Level ist klar von vornherein. Das P ist klar. Und zwar geht es noch um die Max-Hit-Points. Maxi-P-Points. Schon reichen und int attack. Kann auch sein, dass wir dann gleich noch mehr mit aufnehmen. Name gleich n max hit points gleich maxi und jetzt sieht man es auch mal attack gleich Attack. So. Und dann sagt er schon, das ist vielleicht nicht so gut. Und deswegen sollte man hier noch das Dis davor schreiben, dann passt das auch. Okay. Ein Helden kann einen anderen schlagen, also ein Objekt der Klasse Held kann ein anderes schlagen und dann entsprechend auch die Hitpoints verringern. Das ist relativ leicht. Public Void schlagen und das kriegt ein Held H2, nenne ich dich mal, übergeben und was passiert, das ist halt die Frage, in welche Richtung das man sieht. Man muss jetzt immer sich das Objekt an sich anschauen. Okay, ich werde von jemand anders geschlagen oder ich schlage jemanden, das ist die Frage, wie man es jetzt sieht. Ich sag immer, Schlagen geht in, ist was Aggressives, ist eine Handlung von, ne, von mir zu jemand anders. Das heißt, H2.hitpoints gleich attack. Ne, sind die ursprünglichen Hitpoints minus attack. Okay, wenn ich jemanden haue, dann verliert er genauso viele Attacks, so viele Hitpoints wie ich Attacke habe. Natürlich könnte man jetzt noch die Rüstung gleich mit über die Verteidigung mit berücksichtigen. Das mache ich auch noch, das heißt also Attack. Davon ziehen wir erst noch die Verteidigung ab. Und zwar h2.def. Ja. So, das Einzige, was man jetzt noch überlegen sollte, ist einfach, dass man sagt, okay, es darf nicht kleiner als 0 werden, ne? Macht man noch eine Abfrage, if h2.hitpoints kleiner 0. Dann setzt sie einfach auf 0. Okay. Das wäre die Schlagenmethode. Jetzt machen wir noch eine Kampfmethode. Public Void Kampf. Wir kämpfen auch wieder gegen den anderen Helden. Den kann man auch wieder H2 nennen, ist völlig in Ordnung, ist eine andere Methode, deswegen ist jetzt alles getrennt voneinander. Ja, also dieser H2 kennt diesen H2 nicht.
Das ist das Schöne an Methoden und Klassen, dass man da echt alles schön aufteilen kann. So, wie lange kämpfen die gegeneinander? Die kämpfen so lange gegeneinander, bis irgendeiner ja, zu viel hat. Klassischer Pokémon-Kampf sozusagen. Man haut sich gegenseitig und einer fällt halt um. Man könnte jetzt noch sagen, okay, ich baue einen Initiative-Wert ein. Wie schnell ist jemand? Und dann könnte man das so regeln. Ich werde das jetzt erstmal noch einfacher halten und sage, okay, es ist halt jeder dran, jeder schlägt in einer Runde und dann gucken wir mal. Also das Ganze ist also rundenbasiert. Bin echt schlecht darin, mit Kommentaren gerade zu arbeiten, das tut mir leid. Also rundenbasiert und es fängt ein, indem der eine einfach den anderen schlägt. Und das müssen wir öfters tun, das heißt also, wir packen das in eine Schleife. Solange this Punkt Hitpoints. Ich habe die falschen Klammern genommen, ne? Points. Größer 0. Solange das größer 0 ist und solange beide über 0 sind, ne? H2.hitpoints wird noch gekämpft. Dis-Punkt schlagen H2 und H2-Punkt schlagen Dis. So, das heißt, so kämpfen sie gegeneinander. Oh, das war eins zu viel. Schön, das ist der Kampf. Hätten wir erledigt. Punkte sind geglättet. Alles kein Problem. Dann können wir die Methode mal starten und gucken mal, was passiert. Dann müssen wir natürlich in die GUI zurück. Kampf, schön Doppelklick wieder drauf. Und was passiert jetzt? Jetzt ist Hero. Punkt Kampf gegen Enemy. So, jetzt haben die aber beide keine Hitpoints. Gleich 100 Hitpoints gleich Max Hitpoints. So, 100. Der Held kriegt mal bitte einfach mal drei Verteidigungen am Anfang. Und einen Attackewert von 5 haben dann beide. Und wir müssten noch was ins Log rausgeben, immer, ne? Das ist die Frage, wie ich jetzt das Kampflog noch einbaue. Das habe ich noch nicht berücksichtigt. Weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Ja. So, wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Liegt einfach daran, dass hier nichts geupdatet wird. Das heißt, sie kämpfen wahrscheinlich gegeneinander, mit Sicherheit sogar. Aber wir sehen einfach nicht, dass es passiert ist. Das heißt, wir müssten jetzt tatsächlich die Hitpoints schreiben und auch den Right Hitpoints. Wo hatte ich das denn schon mal gemacht? Das da. Und wir müssen natürlich auch nicht nur. Jetzt habe ich den Helden, jetzt muss ich noch die Hitpoints schreiben. Right Hitpoints, wo ist das? Deswegen meine ich ja, es macht Sinn, einfach eine Update-Methode zu schreiben.
Dann würde ich nämlich nur die aufrufen und die macht genau diese Sachen. Ja, blind. Label 1 und Label. Ach du ahnst nicht. Muss die mal umbenennen. Heißen die echt? Name, Label. Hit P. Hero. Nee, Held. Ich bin ja hier so unterwegs gewesen. Und Label Hit Point Gegner. Genau, set text write hit points hero. Oh, jetzt habe ich sie falsch rum gemacht. Ups. Beide sind auf null. Oh boy. Wie das geschafft jetzt wieder. Ach, sind beide gleich stark, ne? Ja, klar. Oh boy. Ja, das ist ja Quatsch. Warum wird denn auch nur das eine geschrieben? Das müsste eigentlich hier stehen auch. Das gleiche. Ja, okay, hier sind sie gleich stark. Das werden wir gleich noch ändern, indem wir im Level-Up rumfuschen. Dann lassen wir den Helden ein bisschen aufsteigen vorher und dann ist gut. Wenn ich es jetzt finde. Das blöd. Ich bin echt ein bisschen unsichtbar. Ach so, hier ist ja Level Up, klar, das ist eine andere Klasse. Max Points plus gleich. Hallo, plus gleich. Kriegt man, wie viel kriegt man dazu? 25 vielleicht. Und Hit Points, genau das gleiche. Plus gleich 25.
So, da werden die nicht geupdatet, aber. Ja, ich habe Level 5, das heißt, er ist viermal aufgelevelt, hat 200 Hitpoints, genau. Und dann besiegt er ihn auch. Das passt. Okay. Sehr unspektakulär sieht es natürlich aus. Ne? Man muss jetzt das irgendwie verzögert machen. Aber es funktioniert prinzipiell. Und dann müsste man sich halt auch entscheiden, okay, kämpfe ich jetzt gegen einen neuen Gegner, der mir angezeigt wird oder eben halt nicht. Aber soweit so gut. Soweit so gut. Machen wir es natürlich noch weiter. Das hätten wir gemacht. Ich überlege, ob ich jetzt das Kampflog einfach schreibe. Ganz schnell, dann sieht man nämlich, was passiert. Oder ob ich das ein bisschen zeitverzögert mache, dass man das wirklich sieht. So viele Möglichkeiten jetzt weiterzumachen. Das ist genau das Problem, dass man sich wirklich eine genaue Liste machen muss und sich darauf dran halten muss, was man macht. Der schlägt ihn, das ist klar. Können noch eine Ausweichschance mit einbauen. Warum hat das mit der Verteidigung? Hat so mäßig geklappt, ne? So, zeig einfach mal einen anderen Gegner, glaube ich. Um da nochmal ein bisschen besseres Gefühl zu bekommen. Das ist hier beim Initializing Enemy und zwar heißt er zwar Enemy 1, aber ich kann ja auch festlegen, mit meinem zweiten Konstruktor, was er für einen Max Points hat. Nämlich lege ich jetzt nur auf 50 oder so und eine Attacke von 1. Das müsste genauso gehen. Was ist denn hier los? Oh Mann. Warum hat er jetzt 100 von 50? Besser. Man hätte eher 150, weil die Verteidigung zu hoch ist, dass er keinen Schaden bekommt. Okay, das heißt, das Schlagen, wenn das Schlagen überhaupt keinen Schaden macht, dann habe ich ein Problem. Das heißt, das wird nur ausgeführt, wenn das größer 0 ist. Attacke minus H2.def. Dann wird mal was voneinander abgezogen. So, der hat nur eine Attacke von 1, hat zwar 3 Verteidigung, das macht zwar nicht kämpfen. Ja, genau, er kriegt keinen Schaden, das macht Sinn, weil er hat zu viel Verteidigung. Und, ja. Schön. Das klappt schon mal. Okay, wenn ich jetzt dem ersten Gegner ein bisschen mehr Attacke gebe, sag, okay, er hat eine Attacke von 5.
7. Da hauen sich gegenseitig wieder kaputt. Okay, kämpfe natürlich nicht mehr. Ich will ihm eine krumme Zahl geben. Gib ihm mal 54. Okay, alles klar. Läuft, weil er hat zu viel Verteidigung jetzt. Okay, gut. Hat er schon was geschafft. Wenn da noch was im Kampflog drinsteht, dann sieht das auch ganz ein bisschen schöner aus. String Lock, das gehört auf jeden Fall zur Klasse mit dazu. Und dann muss man sich überlegen, wo man das hinschreibt. Wo ist mein Lock? Button, Textblock. Lock gleich Text. Lock Punkt. Text. Ja, und dann kann ich, wenn ich initialized habe, wenn ich meinen Helden erzeugt habe, unseren Gedanken, oh Mann, widerhallen. Geht das jetzt schon? Nee, dann müsste ich nämlich jetzt den noch updaten. Kann ich den nicht? Ist das jetzt nicht miteinander verknüpft? Get Text. Moment, ich muss da das Text. Punkt Text einfach nur. Nein.
Ich muss das ganze Textfeld da reinladen, das ist. Log gleich. Textlog. So, dann ist es ein Textfeld. Was damit dazu gehört. Ein JText-Field. Groß natürlich. Muss ich noch irgendwas importieren? Das ist nicht ein Text-Field. Moment. JText. Ah, ich muss das F groß schreiben. Diese große und Kleinschreibung, ne? Da muss man ja echt aufpassen. So. Das ist das Log. Und dann sage ich log.text. .setText und dann kommt das alles in den Text rein. Klammer. Zack. Ja, so ist es richtig. Oder eben auch nicht. Vielleicht muss ich erst jetzt steht's drin. Jetzt muss ich das natürlich noch rappen und alles mögliche, aber ich hätte einen Kampflog. Nice! Läuft. Ja, es muss erst initialized werden und dann kann ich natürlich auch damit arbeiten, wenn ich es erst gesetzt habe. Und das müsste eine Text Area wieder sein und kein Text Field. Das ist das Einzige, was ich jetzt noch falsch gemacht habe. Aber ansonsten ist es alles richtig. Ja. Ich glaube, das reicht heute schon als kleine Session. Ne? Das war jetzt wirklich ein ganzes Stück. Ein und dreiviertel Stunde. So als kleine Impression. Die Klasse hält. Sieht sehr sauber aus, sehr ordentlich. In der GUI sieht man auch, wie man die Objekte dann erzeugt, wie die Attribute gehandhabt werden müssen, wer mitgearbeitet hat. Das war vielleicht an ein, zwei Stellen ein bisschen schnell. Tut mir leid. Für Nachfragen gerne in die Kommentare rein. Bin mir da bei manchen Sachen auch nicht sicher, weil diese ganze GUI-Programmierung für mich teilweise auch ein bisschen, ja, ungewohnt ist, weil ich das nie so großartig mache. Man müsste sich natürlich jetzt noch Gedanken machen, okay, wie erzeuge ich zum Beispiel neue Gegner, wie der Fluchtbutton ist noch nicht integriert, will ich noch weitere Werte mit drin haben in meiner Held-Klasse, und so weiter. Also es gibt da noch eine ganze Menge an Sachen. Durch den Text kann ich den vielleicht noch schön auf die Zeile anpassen. Das wäre schön. Könnt ihr auch ein Slash N einbauen. Ich hoffe, das geht. Nee. Das ist der falsche Slash. Das ist der. Ich verwechsel den manchmal. Ne. Man kann ja auch noch reinschreiben, ne? Also das sind auch nur so Sachen. Wie kriege ich denn den Text dann noch hin? Moment, das mache ich noch. JText Field Textumbruch. Geht das? Ah, es kann nur eine Zeile angehen. Ah, wir müssen es doch mit einer Text Area machen. Ja, dann
Ändern wir das mal. Das war ja nicht so clever von mir, ne? Dann kopiere ich wenigstens das. Schade. In einem Textfeed kann nur ein Text angezeigt werden. Was wir haben wollen, ist aber eine Text-Area. Computer, come on. Ey, was ist denn jetzt los? Abgefahren. Oh. Vielleicht ein bisschen zu viel des Guten gerade. Kommt da bestimmt nicht klar, weil die Referenzen noch da sind auf das Text, auf das Textfeld im Quelltext. Und ich das jetzt aber gelöscht habe. Warum macht ihn das gerade so fertig? Naja, gut. Im Prinzip Text Area habe ich ja auch schon gezeigt. Das, was man jetzt benutzt, ist ein Wrapline als Methode. Da kann man das einstellen, dass wirklich man einen Zeilenumsprung hat, sobald der Platz ausgefüllt ist. Und dann würde man halt ein vertikales Scrollen noch ermöglichen, im Gegensatz zu einem horizontalen Scrollen. Das würde ich hier nämlich an der Stelle nämlich weglassen, weil es sich für das Fenster nicht anbietet. Ja, das ist es auch schon. Gut. In dem Sinne bleibt mir nichts weiter als zu sagen, okay, ich hoffe, dass hier mein Eclipse sich wieder beruhigt irgendwann. Und ich bedanke mich fürs Einschalten. Wie gesagt, gibt ein bisschen Feedback. Hilft, dass ich das ein bisschen auch hinbekomme. Wird auf jeden Fall nochmal eine zweite oder eine dritte Session geben, wo wir da noch ein bisschen tiefer reingehen. Ich mache das hier vor allem, um meinem aktuellen Elva-Kurs ein bisschen zu helfen, was so ein paar Programmierfähigkeiten angeht, wie man das noch ein bisschen verbessern kann. Ich hoffe, ich habe ein bisschen was zeigen können, gerade wie ich vielleicht Objekte von anderen Klassen in meine aktuelle Klasse mit einfließen lasse und wie ich dann auch da entsprechend die Attributen verändern kann und darauf zugreifen kann. Ja. Oh, ich glaube, es rührt sich langsam was. Alles klar, ich drücke hier die Daumen und drücke euch auch die Daumen beim Nachprogrammieren. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.